Und bei mir im Studio ist jetzt an diesem Sonntagmorgen nun Stefan Wittmann. Und Stefan, also die Bundesländer haben jetzt gestartet mit der Impfung und es ist ja Ländersache. Also läuft alles ein bisschen anders ab. Genau, Impfen ist auch Ländersache, deswegen läuft es anders ab. Aber trotzdem, es ist ein historischer Tag jetzt hier in Deutschland, denn wir haben eine Waffe mehr gegen das Virus, die jetzt dann auch endgültig zum Einsatz kommt. Und wir wollen dann gleich mal schauen, das ist eben heute Impfstart in Deutschland. Das heißt, die Bundesländer gehen mit ihren Teams raus und werden impfen. Jedes Bundesland geht heute auch an den Start. Gestern hat Sachsen-Anhalt ja schon mal vorgelegt, heute wird nachgezogen. Bis zum Ende des Jahres sollen dann insgesamt 1,3 Millionen Dosen zur Verfügung stehen, da jeder zweimal gepikst werden muss, heißt das, dass ungefähr 650.000 Menschen dann letztlich geimpft werden können. Im folgenden Jahr soll es dann pro Woche 700.000 Dosen geben. Dann wird eben weitergemacht. Wir können auf der nächsten Grafik jetzt mal einen Vergleich ziehen, wie es denn Ländersache ist tatsächlich. Und wir schauen uns dann eben mal Rheinland-Pfalz an und danach schauen wir uns noch Berlin an. Und dann sehen wir, in Rheinland-Pfalz ist es so, dass die mobilen Teams ausrücken und heute Bewohner und Mitarbeiter in 70 Alten- und Seniorenheimen impfen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie wurden diese 70 Altenheime ausgewählt. In Rheinland-Pfalz hat man das so gemacht, dass man den Inzidenzwert am 16.12. sich angeschaut hat und wenn der in der Region über dem Bundeslanddurchschnitt lag, dann zählt man eben jetzt zu diesen Alten- und Seniorenheimen, die geimpft werden. Mobile Teams sind im Einsatz, die Impfzentren, die sind noch geschlossen und dann auch die Frage, wenn die dann mal öffnen, wenn dann in der Fläche geimpft wird, wie kriegt man da einen Termin? In Rheinland-Pfalz soll das telefonisch stattfinden, dass man dann eben sich einen Termin über die Hotline an 116, 117 ist die bundesweite Hotline, dann hat aber jedes Bundesland noch eine eigene Telefonnummer, die man dann eben auf den Webseiten des Gesundheitsamts findet und da kann man dann eben anrufen. In Berlin ist es so, dass heute die Bewohner in Pflegeheimen durch die 60 mobilen Teams geimpft werden und dann werden aber auch schon die Mitarbeiter von Pflegeheimen eben geimpft und die kommen dann eben in ein Impfzentrum, da ist eines von 6 heute schon geöffnet, die können sich die Impfung da abholen. Die restlichen Impfzentren, die sind allerdings geschlossen und bei der Terminvergabe wird es in Berlin so laufen, dass wenn dann die Impfzentren für die große, breite Masse öffnen, dass es dann eine schriftliche Einladung gibt mit einem QR-Code und dann kann man eben zu diesem Termin kommen. Und bei diesen Impfungen heute, da war Berlins Gesundheitssenatorin Kalaitis schon mal dabei und sie beschreibt den Ablauf. Es ist alles gut gelaufen. Unser mobiler Einsatzteam war gut vorbereitet. Und ja, aber vor allem gut vorbereitet war dieser Heim. Und ich denke, das ist exemplarisch und vorbildlich gewesen, wie es hier gelaufen ist. Die Heimleitung hat sehr früh schon Kontakt mit Angehörigen aufgenommen. Die Pflegekräfte waren gut vorbereitet. Aber das große Glück in dieser Einrichtung ist, dass wir eine Hausärztin haben, Frau Dr. Landgraf, die auch ihren Sitz hier hat. Und ja, sie hat alle Impflinge auch gut vorbereitet. Wir haben hier eine sehr hohe Quote an Bereitschaft gehabt. 93% der Bewohnerinnen und Bewohner sind bereit, sich hier impfen zu lassen. Und das haben wir sicher einer guten Vorbereitung der Hausärztin zu bedanken. Ja, also 93% der Bewohner waren bereit, sich impfen zu lassen. Das ist eine sehr hohe Zahl. Das deutet darauf hin, dass Sie den Ernst der Lage erkannt haben, weil das Virus ja vor allem für die Hochbetagten besonders gefährlich ist. Da kann man jetzt dann nur abwarten im Laufe des Tages, Carsten, wie das in den anderen Bundesländern und Heimen so aussieht. Ja, das hat mich aber auch überrascht. 93% in diesem Pflegeheim, das ist schon mal eine Hausnummer. Stefan, danke dir für den Moment und bis später.